dass ihr wieder eingeschaltet habt und mir zuguckt. Wir wollen das Wochenende ausklingen lassen. Ich habe wieder eine Classic-Folge für euch. Und zwar 2008 hatte ich Kalle Pohl bei mir in der Sendung. Und den Auftritt gucken wir uns jetzt an. Viel Spaß. Mein nächster Gast weiß das auch ganz genau. Freuen Sie sich jetzt bitte auf Kalle Pohl! Hi! Hallo! Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich, ein Rheinländer in Berlin ist natürlich. Ja, Prost! Ich habe mich heute auch ein bisschen daneben. Ich bin in den Imbiss rein und habe eine Frikadelle bestellt. Oh ja, naja, gut. Okay, ich weiß, ich habe es gelernt, Buletten. Ich bin eigentlich, in Köln, nennt man mich den Frikadelle, also den Buletten-King, weil ich da wirklich fit bin. Ich habe das frühzeitig gelernt. Meine Tochter, als sie noch ein bisschen jünger war, hat sie mal eine Party gemacht. Für alle ihre Freundinnen hat sie eingeladen und 20 Kinder waren da. Jedes Kind hat 3 Fricker, also Buletten gegessen. Mhm. Ist doch faszinierend, was man aus 100 Gramm Gehacktes und 20 alten Brötchen zaubern kann. Naja, sie hat also die Party war, also das war noch nicht alles. Die hat mich gebeten, Papa, weißt du, ich habe die Kinder, die wollen was Besonderes erleben. Und du hast doch damals mit deinem Kasperle-Theater immer so toll Kasperle gespielt. Ich habe ein altes Kasperle-Theater noch von früher. Und würdest du vielleicht mit deinem Kasperle-Theater für die Kinder eine Aufführung machen? Da habe ich gedacht, ja, mach ich glatt. Die Kinder saßen alle im Kinderzimmer, Vorhänge vorgezogen. Und da kam erst der Kasperle, tri, tra, trolala, Kinder, seid ihr? Und da waren sie auch schon gespannt. Da kam die Gretel, lalalala, hallo, lieber Kasperle, du, ich habe mal eine Frage an dich. Ja, dann stell sie doch bitte, liebe Gretel. Kasperle, sag mal, was ist eigentlich weiter weg? Der Mond oder England? Aber Gretel, du kleines Dummele, das ist ja wohl klar. Oder kannst du von hier aus etwa England sehen? Was? Naja, also jedenfalls, ist ja auch egal. Also, Kasperle, du sag mal, Kasperle, was machst du denn gerade? Na, ich rede doch gerade mit dir, dumme Tussi. Und auf einmal kommt ein böses Krokodil und will die arme Gretel beißen. Hab, hab. Aber der Kasperle, der war auf der Hut, der holt die Pritsche raus und sagt, du beißt mir meine arme Gretel nicht, du beißt mir meine arme Gretel nicht, ja. Also was soll ich sagen da? Ja, da war genauso eine Stimmung wie hier jetzt. Na ja, gut, okay, ja, da habe ich gedacht, Kalle, du hast einen Fehler gemacht. Du warst jetzt mit dem bösen, schrecklichen Krokodil vielleicht ein bisschen voreilig. Da, die Kinder sind jetzt womöglich alle geschockt. Ich gucke vorsichtig um die Ecke, waren die alle eingepennt. Da kommt so ein kleines Kerlchen nach vorne, der kleine Jonas war's. Ich fragte noch, na Jonas, hast du dir ein bisschen Spaß gemacht? Ey, das war uncool, Grufti. Der reißt mir die Puppen aus der Hand und legt selber los. Ey Kids, hier ist der Hip-Hop Casper. Do you feel good? Da waren die alle wieder wach. Feel good, feel good, feel good. Da kam auch die Gretel, wow, Casper, wanna kiss me? Alle Kinder, kiss him, kiss him, kiss him. Da kam auch das böse Krokodil, die arme Gretel beißt. Aber Hip-Hop Casper, der war auf der Hut. Wow, Crocodile, piss off. Oh, I'll fuck you. Und alle Kinder, fuck you, fuck you, fuck you. In dem Augenblick kommt meine Frau ins Zimmer und sagt, Carlo, komm hier raus, das ist nichts für dich. Hier, naja. Gut. Naja, ich erzähle da nicht viel Neues. Die Kinder haben halt ihre eigene Sprache, eigene Musik, Hip-Hop, Rap. Gibt es hier Rap-Fans? Also Rap, ich, ich kann nicht sagen, so Rap. Naja, kaum hört man 2 Takte, schon quatscht einer dazwischen. Es ist halt eben, ja, und dann ständig Fuck. In jedem Rap hört man Fuck. Ne? Rap ohne Fuck ist ein bisschen wie Pampers ohne Nässepuffer, oder? Gibt's ja ganz harte Sachen. Bushido, schon mal gehört. Den deutschen Rapper Bushido, das sind ja ganz harte Sachen. Gangbang, von Gangbang singt Bushido. Gangbang, ja. Mehrere Männer mit einer Frau. Da regen sich natürlich viele auf und sagen, ja, kann man das in aller Öffentlichkeit machen? Das geht ja nur wirklich nicht. Aber da muss ich mal sagen, hallo, was war denn damals mit den Schlagern? Was hat denn damals Freddie Quinn gesungen? 100 Mann und ein Befehl. Udo Jürgens sang damals Merci, Cherie, für die Stunden mit dir. Ich möchte nicht wissen, was er damals für die Stunde bezahlt hat. Howard Carpendale, der wollte doch in aller Öffentlichkeit Mädchen schaben. Howie wollte Mädchen schaben. Das hat er doch gesungen. Das schöne Mädchen von Seite 1. Das möchte ich schaben und weiter keins. Mädchen schaben, also wirklich.
Ah ja, okay. Bleiben wir bei meiner Tochter. Ich habe natürlich jetzt viel Erfahrung gemacht. Eines ist ganz wichtig, das war vielleicht zu allen Zeiten so. Die Eltern, ja, die ersten Jahre versuchen die Eltern dem Kind das Sprechen beizubringen und dann sagen sie dauernd, das soll den Mund halten. Ja, das ist, warum? Weil sie ihre Kinder nicht verstehen. Weil die Kids eine andere Sprache sprechen. Und die muss man lernen, die kann man lernen. Habe ich gemacht, das musste ich ja. Meine Tochter ist 12, mein Neffe 15, meine Freundin 19. Da muss man natürlich, das war ein Scherz, hallo, nein. Ein Scherz, meine Tochter ist gerade 11. Also jedenfalls, ich komme mit ihr klar. Und weil ich nämlich mit ihr rede, liebe Eltern, man muss mit den Kids, muss man jeden Tag, nicht nur am Wochenende mal ein bisschen Zeit. Nein, wenn meine Tochter aus der Schule kommt, ne, dann frage ich immer, na, wie war es in der Schule? Gut. Was habt ihr gemacht? Nix. Ihr müsst doch irgendwelche Fächer gehabt haben. Deutsch, Mathe, Englisch. Stimmt. Ja, an dem Punkt müssen die Eltern kapieren, die Kids sprechen eine andere Sprache. Und die kann man lernen, wie eine Fremdsprache. Habe ich gemacht. Wenn meine Tochter morgens ins Bad kommt und fragt, ey, wo ist mein Höhlenmoped? Ja, da gebe ich ihr den Deo-Roller. Und wenn die anfängt, sich zu schminken wie eine Professionelle, die tragen ja zum Teil so dick auf, da kann man nicht mit dummen Fragen kommen. Ey, ist das nicht ein bisschen dick aufgetragen, zu viel Lippenstift? Reagiert die gar nicht. Nein, man muss ihnen in ihrer Sprache ein Kompliment machen. Dann kommt man an sie ran. Ha? Hey, du burnst auch ohne Patte in der Fresse endkrass. Ja, dann ist man bei ihnen. Ne? Seitdem sind, ja, das geht. Und seitdem sind meine Tochter und ich ein Team. Wir zwei, also das wirklich, wir stehen zusammen. Das ist sogar, was ihr Tabuteil, Handy, da dürfen die Eltern ja gar nicht ran. Letztens habe ich wohl mal zufälligerweise, habe ich es in der Hand gehabt und sehe da irgendwie, lese D, M, H, G, D, T, G, schreiben ja nur Anfangsbuchstaben, ne? Nur Kürzel. Muss man kennen, da stand da, die Mandy hat gesagt, dass du morgen in der Bahn bei ihr nicht die Mathehausaufgaben abschreiben kannst. Ja, da bin ich aber ausgeflippt. Da bin ich aber zum Erziehungskoleriker. Aber du hast doch keine Mathe gemacht? Sofort auf das Zimmer! Da reagiert sie aber dann sofort. Aber sofort. Ey, Homie, was soll das Nervenpiercing? Mach hier keinen auf Taliban. Du hast mir doch das Handy gekauft. Jetzt pass mal auf, Digga. Ich bin hier nicht dein Homie, sondern dein Grufti. Ich wollte sagen, es setzt gleich ein Fratzengeballer, wenn du deine Laberhöhle nicht downfährst. Ich finde das total unfrech, was du hier abziehst. Mach hier nicht die Britney und spielst nicht so rum. Sonst werde ich zur Kampffussel. Wir sprechen uns noch auf jeden. Fall würden wir noch dranhängen, ne? Dann mach ich aber Feuer unterm Doppelwopper. Und durchgesumpft mit deiner Crew wird heute auch nicht. Voll nicht. Brauchst gar nicht es loszurocken, um dich aufzubitschen für deine Gazellenfraktion. Ey, wenn du denkst, mir ist das Latte, dass du in der Brennbude abkackst, da hast du eine Hirnblähung. Wir sind immer noch deine Kohlenbeschaffer, peil das mal. Und überhaupt von deinem Permanentgelaber kriege ich Hammerschädelficken. Aber Hammer gecheckt, ey. Alles verstanden? Ja. Da musst du mal ran. Hat jeder verstanden, was ich gesagt habe? Ich habe klipp und klar gesagt, ne, so nicht. Ja. Ich meine, die Kids. Eine Bemerkung noch. Es ist halt so, die Kinder heute sind weiter als die vor 3 Jahren. Das ist halt so. Der Jonas, von dem ich eben sprach, das zum Schluss, der war schon flügge, als er noch im Kindergarten war. Da stand er mal ganz nackig, ganz klein vor seiner Mama, ganz interessiert, guckt an sich runter, guckt zwischen seine Beine und fragt, Mama, ist das mein Gehirn? Nein, sagte die Mutter, noch nicht. Vielen Dank. Kalle, was wir jetzt gerade eben gehört haben, ist alles aus deinem Programm Kalles Kiosk, ne? So ist es, ja. Und mit dem bist du auch letzte Woche in Berlin aufgetreten. Ja. Wie war denn das Berliner Publikum? Großartig. Alles kapiert. An den Stellen gelacht, wo ich es mir gewünscht habe. War wunderbar, wirklich. Toll. Also so wie hier heute, ja? Ja, genau. Ja, also auf die Berliner ist Verlass. Definitiv. Hast du denn die Probleme mit deiner Tochter, dass die so in diese Sprache drin ist? Ach ja, es tauchen. Jetzt fängt es langsam an, wo sie sich verändert. Also ich denke manchmal schon sehnsuchtsvoll daran, wie es war, als sie noch 2 war oder 5 oder 7. Aber das ist ja nur auch wissenschaftlich nachgewiesen. Kinder werden älter als 7. Ja, manche. Wir hatten noch vorgesehen, diesen tollen Vorschlag von dieser Politikerin in Bayern, die vorgeschlagen hat, die Ehe auf 7 Jahre zu begrenzen. Pauli. Frau Pauli. Frau Pauli, ja. Toller Vorschlag. Was für ein Quatsch. Ich meine, da hat sich doch alles, jeder, der eine Beziehung heute, eine moderne, intakte Beziehung, wie lange dauert eine intakte heute? 10, 12 Wochen? Maximal. 1, 2 Jahre. Ne? Peter, wie lange dauert denn deine Beziehung schon? Ja, jetzt also 2,5 Jahre vielleicht jetzt. Ne? Ja. Aber ich heirate ja.
Du heiratest? Ja, im August. Nein! Ja, es ist wahr. Es ist gut, oder? Ist das die Möglichkeit? Nach 2,5 Jahren. Ja, ist das zu kurz? Nee, das ist zu empfehlen. Ich habe nach 3 Jahren geheiratet. Und funktioniert, oder? Ja, 18 Jahre jetzt insgesamt. Und wie lange musst du noch? Also ja, ich mache mir hier und da schon Überlegungen, aber da sage ich meiner Frau nichts von. Gut, na, das sieht sie ja jetzt auch zum Glück nicht. Nee, das bleibt ja alles unter uns. Das ist vorbei, also die ganzen Pixie-Hefte sind alle irgendwie schon wieder verschenkt und so. Das, jetzt gehen ganz andere Sachen mit 12, mit werdenden 12. Ich darf nicht sagen, sie ist 11, sie ist werdende 12. Also da, da liegt man Wert hat sie drauf. Gesagt, sag das bloß nicht. Da gehen ganz andere Sachen ab jetzt. Augenrollen. Papa. Das kennen einige, ne, oder? Ich bin mal gespannt, was alles noch kommt. Da kommt noch einiges, glaube ich. Da bin ich mir ganz sicher, Aber Kalle, du bist ja nicht nur mit Kalles Kiosk unterwegs, sondern auch noch mit einem anderen Programm. Ein Theaterstück. Ich habe voriges Jahr die Premiere auf der Theaterbühne gemacht, das war ganz großartig. Ein tolles Stück. Ich spiele dann einen ziemlich verbretterten Idioten, der eine sehr enge Weltsicht hat. Seine Frau ist mit seinem Bruder durchgebrannt. Er besucht seinen Sohn und der liegt mit einem Mann im Bett. Der Junge ist schwul. Das will der Alte gar nicht wahrhaben. Sehr lustig, aber auch sehr tragisch. Das war ein toller Erfolg in Düsseldorf. Jetzt machen wir dieses Jahr 50 Städte quer durch Deutschland. Tournee. Oh, im Herbst. Das ist eine Menge Holz. Ja. Auch in Berlin auch dabei? Weiß ich gar nicht. Also ich habe die Termine nicht alle. Gibt's auf deiner Kann aber sein, dass wir das nächstes Jahr machen, weil es nochmal 50 Termine geben wird. Nächstes Jahr. Menschen verbrennen, Jonglage, hat er gerade gesagt. Das geht schnell, da kann man also auch viel spontan machen. Bestimmt. Mit einem Partner zusammen. Genau, ja. Gibt es Versicherungen, die das übernehmen? Nein, aber da muss ich mich auch nochmal drum kümmern. Ich habe ehrlich gesagt... Würde ich machen. Ja. Bei Heino ist keine Versicherung eingetreten. Nee. Jetzt muss er da alles selber zurückzahlen. Ne? Da muss jetzt jeden einzelnen Fan muss der sein Geld zurückzahlen. Ich muss er sein Heino-Café in Bad Münstereifel nicht verkaufen. Steht auf der Kippe, oder? Fand ich bitter für ihn. So ein netter Kerl. Ganz netter Kerl. Sollen wir mal ganz kurz auf Heino anstimmen, so ein Gedenk, so ein Heino-Gedenk, so blau blüht der Enzian? Ja, das ist eine super Idee. Ja, super Idee. 2, 3. Ja, so blau blüht der Enzian. Wenn beim Alpenbühn wir uns wiedersehen mit ihren roten Lippen fing es an, die ich nie vergessen kann. Da fällt mir übrigens alles drauf. Ja! War übrigens echt schön, die Sendung letzte Woche, habe ich gesehen. Hast du gesehen? Sehr schön. Du hast letzte Woche auch frei, ne? War da nicht Ruth Moschner da? Ruth Moschner war letzte Woche hier. Ich erinnere mich, ja. Und ein Intimfriseur war auch da letzte Woche. Wie sieht das bei euch aus? Was jetzt? So. Bei Ruth Moschner jetzt, meinst du? Bei Ruth Moschner, also mit Ruth Moschner? Wir sind im ständigen Kontakt. Ständig? Ja. Ihr tauscht euch aus? Ja, das gehört bei dem Geschäft dazu. Ja. Ab und zu wird es dann auch ein bisschen komisch, aber das aber ist eben das Metier. Ja. Ja, das waren die Classics für dieses Wochenende. Morgen geht's wieder los mit einer frischen Folge und zwar direkt musikalisch. Ich begrüße nämlich morgen Packzahn hier in der Show, aber nicht den echten, nein, sondern Anton Zetterholm. Er hat 2008 in der Sat.1 Castingshow Ich, Tarzan und Jane die Hauptrolle fürs Tarzan-Musical gewonnen, war dann auch noch in Gato Dance 2015 in der Jury zu sehen und ist einer der erfolgreichsten Musical-Darsteller aktuell, die wir hier in Europa haben und das sehen wir morgen. Also, bis dann. Tschüss.